Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Knights of the Old Republic. Wir schauen mal hier, was hat denn der Arme noch dabei? Kristall und Robe. Na dann, jetzt können wir einmal hier rüber und einmal da hinten rüber. Gehen wir zuerst mal hier gucken. Oh, ein Wachtruide. Tja, dann hauen wir die nochmal weg. Wie sind das? Scheint nur einer. Sind das mehrere? Nö. Na dann. So, da ist starke Explosion drauf. Stimmt, du hast ja auch Laserschwert werfen. Warum eigentlich nicht? Hauen wir das mal raus. Machtstoß und dann Unruhe. So, mal gucken, wie das läuft. Mhm. Okay, kann sein, dass sie gegen Laserschwerter immun ist. Hab ich denn noch? Ich hab auch keinen. Ich hab halt die Vibro-Klinge noch. Ärgerlich, hätte ich das gewusst. Ja, das macht ein bisschen was an Schaden. Ja gut, dann bleiben wir halt dabei. Das ist das einfach nur Candorous von hier hinten? Nee, komm, hier mit dem normalen Gedöns brauchst du gar nicht mal ankommen hier. Baller mal ordentlich drauf. Ja. Ja, doch gut, dass wir noch was übergelassen haben. So, schön. Das ging doch mal gut. Vielleicht sollte ich dann wirklich mal noch ein paar normale Waffen da behalten, so für Notfälle. Was kann ich tun? So, ein Wrack mit Zeug. Das schön können wir. Ne, den können wir leider nicht noch weiter plündern. Hier scheint ein Computer zu sein. Na gut, dann schauen wir mal. So. Wieder ein Tritt. Computerkenntnisse. Ich glaube, hacken können wir das nicht. Ist halt die Frage, ob es sinnvoll wäre, hier den Druiden mitzunehmen. Ich rede mal mit dem Computer. Okay, der Computer verstummt. Nach einiger Zeit erscheinen einige äußerst ungewöhnliche Zeichen auf dem Bildschirm. Der Computer sendet eine Tonfolge, die dein Datenpad leise wiederholt. An der Vorderseite der alten Maschine öffnet sich ein Eingabeschacht. Ja, das Datenpad in die Vorrichtung einstecken. Der Computer interagiert mit dem Datenpad. Wieder wird der Bildschirm schwarz. Wenig später erscheinen einige bekanntere Zeichen. Risky Sof Uwen So Ika. Itasog. Ich rede mal nochmal mit dem Computer. Du hörst ein leises Summen. Der Computer scheint die Daten des Datenpads zu verarbeiten. Das Datenpad wird ausgeworfen. Nach einer kurzen Pause beginnt der Monitor erneut zu flackern. Daten abgewertet, Sprachanalyse abgeschlossen. Weiter. Na gut, das heißt, er versteht uns jetzt hoffentlich. Aufforderung, identifizieren Sie die drei primären lebensfreundlichen Planetentypen.
Ozeanisch, grün, öde, bewaldet, unfruchtbar. Ozeanisch würde ich ja fast sagen, oder? Planetentyp ist lebensfreundlich. Weitere Planetentypen. Ach so, dann wahrscheinlich die. Ja, dann grün auf jeden Fall. Und bewaldet. Hat das jetzt funktioniert? Der alte Computer macht keinen Mucks. Na gut. Dann schauen wir uns vielleicht mal den anderen Raum noch an. Ah, da ist noch so ein Wachtruide. Dann kannst du ja mal wieder deine Waffen wechseln. Klar. So. Granate, obwohl ich glaube, das bringt auch nicht so viel. Und dann halt mit Unruhe drauf. Du bist doch ein wenig zu weit weg, wie mir scheint. Ja? Das tat weh! Theoretisch könntest du ja mal. Das tat weh! Ja. Na gut, dann hau du weiter drauf, dann passt das schon. Das ist nicht so schön. So, hier kommen. Schnellschuss vielleicht nochmal. Ja? So. Das wär's dann, Kollege. Gerade nochmal schnell hochheilen. Und da hätten wir dann den zweiten Teil oder halt den zweiten Computer. Da können wir nichts plündern. Na, Kenderis. Okay. Machen wir das hier genauso, denke ich mal. Also erstmal sprechen. Dann Datenpads. Sprechen. So, und da eigentlich ist hier, okay, die primären todbringenden Planeten. Das wäre eigentlich quasi genau das andere. Das wäre ja dann öde. Vulkanisch und unfruchtbar. Todessiegel wird geöffnet. Aha. Oder Torsiegel. Habe ich mich da jetzt eventuell verlesen? So. Na? Habe ich ja. Ich bin ja schon würdig. Ja. Von daher. Was? Kommen wir jetzt hier rein? Ja, cool. Okay, was haben wir jetzt hier noch Schönes? Eine Zwischensequenz. Was? Das muss es sein, was Revan und Malak gefunden haben, als sie den Tempel betraten.
Von dort aus müssen sie ihre Reise in die Tiefen der dunklen Seite begonnen haben. Was ist das? Das ist eine Karte. Eine intergalaktische Navigationskarte oder so etwas. Revan und Malak müssen sie benutzt haben, um die Sternenschmiede zu finden. Mit Hilfe dieser Karte könnten wir ihrem Weg folgen und die Sternenschmiede ausfindig machen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Sie können Fallen gestellt oder ihre Funde verborgen haben. Was ist denn die Sternenschmiede also genau? Ich weiß es nicht. Aber Revan und Malak waren offenbar sehr daran interessiert, es zu finden. Es muss eine Art Werkzeug oder eine Waffe sein. Vielleicht kann uns der Rat mehr sagen. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Karte die Sternenschmiede finden können, was immer sie ist. Seht ihr diese Welt hier? Das sieht aus wie Korriban, eine Welt der Sith. Und wenn das Korriban ist, dann ist das Kashyyyk und Tatooine. Und hier liegt Manaan, aber einige Teile fehlen. Unvollständige Hyperraumkoordinaten, unbrauchbare Daten und nicht der geringste Hinweis, wo sich die Sternenschmiede selbst befinden könnte. Tja, vielleicht finden wir auf diesen Welten weitere Hinweise. Das habe ich mir auch schon überlegt. Vielleicht führt uns diese Karte gar nicht zur Sternenschmiede. Aber ich weiß, dass Revan und Malak Korriban mindestens einmal besucht haben. Vielleicht haben sie dort etwas entdeckt. Vielleicht haben sie auch auf den anderen Welten, die einst auf dieser Karte standen, etwas gefunden. Wenn wir alle Teile finden, führt uns das möglicherweise zur Sternenschmiede. Und zu einer Möglichkeit, sie zu zerstören. Wir müssen den Rat über unsere Entdeckung informieren. Dort wird man entscheiden, was zu tun ist. Aber ich schätze, unsere Aufgabe hat gerade erst begonnen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, das gab nochmal einen fertigen Auftrag. Ja. Dann, ja, haben wir hier, glaube ich, erstmal nichts mehr zu tun. Machen wir doch mal Schnellreise. Geht nicht. Das ist nicht so schön. Tatsächlich gerade keinen weiteren Auftrag sonst. Mal gespannt, wann das mit der Ethan Hawke dann fertig wird. Hier gibt es auch sonst nichts zum Mitnehmen. Ja gut, dann guck mal, wir haben uns das würdig erwiesen. Passt schon. Waren es aber nicht so schwer, die Rätsel. Wundert mich, dass Nemo das nicht geschafft hat. Aber gut, können wir jetzt von hier aus schnell reisen? Jawohl. Dann sparen wir uns ein bisschen Laufweg. Ja? Okay, und Bastia möchte noch reden. Dann machen wir das doch mal gerne. Mit Bastia sprechen. Wie kann ich helfen? Ich möchte über den Traum sprechen. Es war weniger ein Traum als vielmehr eine Vision. Eine Vision, die wir beide gemeinsam hatten. Aber ich bin fest entschlossen, auch die Fragen zu beantworten, die der Rat der Jedi nicht beantwortet hat. Warum haben wir denn von Malak und Revan geträumt? Vielleicht, weil wir es wünschten. Vielleicht, weil sie auf diesen Planeten kamen und so stark mit der Macht waren, dass sie etwas hinterließen. Eine Spur. Was meint ihr mit einer Spur? Sie haben hier etwas Wichtiges getan, da bin ich sicher. Möglicherweise reagieren wir einfach nur empfindlich auf dieses Ereignis. Vielleicht aber auch nicht. Wir träumten von Revan und Malak, weil es uns entweder vorherbestimmt war oder weil wir mussten. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Glaubt ihr, wir werden weitere Visionen haben? Mit etwas Glück, ja. Ich würde mich auch nicht an solchen Visionen orientieren. Aber wir haben nicht viel, an das wir uns halten können. Und die ganze Galaxis hängt in der Schwebe. Was meint ihr denn, haben Malak und Revan getan? Ich habe keine Ahnung. Aber es schien wichtig. Darum müssen wir weitere Nachforschungen anstellen. Okay, ja, ich kann es aber immer noch nicht verstehen, warum wir diese Vision geteilt haben. Fragt ihr euch, warum wir die gleiche Vision hatten? Oder warum wir sie überhaupt erhalten haben? Zur ersten Frage kann ich nur das wiederholen, was der Rat uns sagte. Unsere Schicksale sind miteinander verbunden. Und wenn die Macht so stark ist wie in uns beiden, ist diese Bindung nahezu physischer Natur. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Die Macht hat ihren eigenen Willen.
Vielleicht sollten wir für das, was uns zuteil wurde, einfach nur dankbar sein. Aber wie konnte es denn geschehen, dass unsere Schicksale miteinander verbunden wurden? Ich weiß es nicht. Und glaubt mir, mit jemandem wie euch verbunden zu sein, ist keine verheißungsvolle Aussicht. Hey. Schönen Dank für das Kompliment. Entschuldigt bitte. Natürlich finde ich euch nicht wirklich abstoßend. Ich bin es lediglich nicht gewohnt, etwas derart Persönliches zu teilen. Ja, das ist alles, was ich wissen wollte. Wie ihr wollt. Vielleicht sollten wir uns wirklich auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Gut, oder haben wir nochmal... Wie kann ich helfen? Sieht aus, als würde ich etwas beschäftigen. Nein, nicht direkt. Ich habe nur darüber nachgedacht, was der Jedi-Rat über uns beide sagte. Es gibt ein Band zwischen uns, das will ich gar nicht bestreiten. Ich kann es fühlen und ihr sicher auch. Die Natur dieses Bandes aber und seine Auswirkungen auf unsere Mission bleiben fraglich. Ich verstehe, das Band, das zwischen uns existiert, immer noch nicht. Unsere Schicksale sind sehr eng miteinander verbunden. Ich kannte eure Aufzeichnungen, als ihr an Bord der Ender Spire kamt, aber sonst nichts. Ich weiß sehr wenig über euch. In Anbetracht unserer Beziehung würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen. Unsere Beziehung, ist das eine plumpe Anmache oder was? Ich meinte das Band zwischen uns. Das, über das der Jedi-Rat sprach. Wenn ich an euch interessiert wäre, dann wäre ich geschickter vorgegangen, glaubt mir. Da hab ich wohl einen Nerv getroffen. Nein, nicht wirklich. Ihr geht mir eher auf die Nerven. Das verstehen Männer wohl unter geistreich sein. Antwortet ihr mir nun, oder wollt ihr mich nur weiter aufregen? Okay, ich beantworte ein paar Fragen. Keine Angst, es sind einfache Fragen. Ich möchte nicht aufdringlich wirken. Also, zuerst einmal, welchen Hintergrund habt ihr? Nichts Außergewöhnliches, ich war Soldat. Gut, auf welchem Planeten wurdet ihr geboren? Die Reihe, das liegt in einem abgelegenen System. Warum? Exzellent. Wie alt seid ihr? Stand das nicht in meinem Dienstbericht? Ja, nun, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe beobachtet, wie ihr mir antwortet. Dank eurer Reaktion kann ich euch besser beurteilen. Das war ein Test für mich. Ich wollte mehr über euren Charakter erfahren. Und was habt ihr herausgefunden? Ihr wart ehrlich, das ist gut. Und ihr habt es ernst genommen, und das ist es auch. Das Band, das zwischen uns besteht, wird unser beider Schicksal beeinflussen. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber das waren wohl erstmal genug Fragen. Ihr habt so vieles durchgemacht seit Taris. Das müsst ihr sicherlich erstmal verarbeiten. Wir können uns ja später noch einmal unterhalten, wenn ihr ein wenig Zeit hattet, über all das nachzudenken. Mhm. Können wir. So, dann jetzt mal ab zum Rat. Und achso, ich glaube, jetzt können wir auch mal wieder unser Schwert ausrüsten. Na du alter Jedi. Dann sagen wir da noch fix Bescheid. Und dann soll es das für die Folge gewesen sein. Ups, verlaufen. Ah, ihr seid zurück, Padawan. Habt ihr herausgefunden, was Revan und Malak in diesen Ruinen gesucht haben? Ja, wir fanden eine unvollständige Sternenkarte und hörten von etwas, das sich Sternenschmiede nennt. Die Neuigkeiten über die Sternenschmiede sind äußerst besorgniserregend. Wir müssen handeln, doch sollten wir uns nicht zur Hast verleiten lassen. Wir müssen die jüngsten Ereignisse angesichts der neuen Informationen neu überdenken. Wir sollten die Jedi-Archive konsultieren, um herauszufinden, ob diese Sternenschmiede erwähnt wird und um was es sich dabei handeln könnte. Wir müssen herausfinden, warum sie Revan und Malak finden wollten. Kehrt zu eurem Schiff mit Bastila zurück. Wir werden nach euch schicken, sobald wir unsere Besprechungen beendet haben. Padawan,
Ihr habt Großes geleistet, indem ihr die Sternenkarte in den alten Ruinen entdeckt habt. Doch im Kampf gegen Malak und die Sith gibt es noch viel zu tun. Wir Jedi wissen, dass wir die Sith nicht in einem offenen Krieg bezwingen können. Der Rat hat daher einen wichtigen Auftrag für euch, Padawan. Ich habe unsere riesigen Archive zu Rate gezogen, um dieser geheimnisvollen Sternenschmiede auf die Spur zu kommen. Aber meine Bemühungen waren vergebens. Dennoch, der Rat ist sich einig. Die Sternenschmiede muss gefunden werden. Revan und Malak haben danach gesucht, als ihr tragischer Fall begann. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Sternenschmiede ein mächtiges Werkzeug der dunklen Seite ist. Die Sternenkarte in den Ruinen zeigt 4 Planeten, doch sie ist unvollständig. Sie zeigt nicht den Standort der Sternenschmiede selbst. Wir glauben, dass es auf anderen Planeten ähnliche Sternenkarten geben dürfte. Jede der Sternenkarten ist vermutlich Teil eines größeren Puzzles. Findet die Sternenkarten auf Kashyyyk, Tatooine, Manaan und Korriban. So werdet ihr zur Sternenschmiede gelangen. Na gut, ich bin bereit, den Willen des Rates zu erfüllen. Die Zahl der Jedi wurde durch den Krieg, durch Deserteure, die sich Malaks Reihen angeschlossen haben, und durch die Meuchelmörder der Sith stark ausgedünnt. Doch uns ist wohl bewusst, wie wichtig dieser Auftrag ist. Doch wenn wir eine ganze Einheit Jedi-Ritter ausschicken würden, würden wir nur die Aufmerksamkeit von Malak und den Sith auf euch lenken und euren Auftrag von vornherein zum Scheitern verurteilen. Soll ich also diese Aufgabe allein bewältigen? Die Geheimhaltung ist unsere beste Verteidigung gegen die Sith. Es wäre aber töricht, euch alleine auf diesen Auftrag zu schicken, Padawan. Bastila wird euch begleiten. Zwischen euch gibt es eine mächtige Verbindung. Eine Verbindung, die sich vielleicht als Schlüssel entpuppt, um die Mysterien zu enträtseln, die Revan entdeckt hat. Johorny hat uns ebenfalls gebeten, euch begleiten zu dürfen. Nach langen Beratungen sind wir zu dem Entschluss gelangt, ihr ihren Wunsch zu gewähren. Johorny ist beinahe der dunklen Seite verfallen. Vielleicht wird euch ihre Anwesenheit an die Gefahren erinnern, die euch drohen. Ja gut, es gibt aber noch andere, die ich gern mitnehmen würde. Natürlich werden euch auch eure Gefährten begleiten, die euch bereits auf Taris zur Seite standen. Ihre Fähigkeiten könnten sich als nützlich erweisen. Denkt stets daran, dass die Geheimhaltung und unauffälliges Vorgehen für euren Erfolg von entscheidender Bedeutung sind. Ihr werdet nicht verbergen können, dass ihr zu den Jedi gehört und sollt das auch nicht. Doch Malak darf niemals vom wahren Ziel eures Auftrags erfahren. Ihr könnt jederzeit hierher zurückkehren. Dantooine soll ein Zufluchtsort, ein Hort der Sicherheit für euch sein. Hier könnt ihr eure Vorräte aufstocken und uns und andere um Rat fragen. Verlasst euch auf mich, ich werde nicht versagen. Ihr könnt aufbrechen, wann immer ihr wollt. Je früher ihr aufbrecht, desto besser. Je länger ihr wartet, desto stärker wird Malak. Doch zuerst möchte ich euch noch eine Warnung mitgeben, Padawan. Der Verlockung der dunklen Seite ist sehr schwer zu widerstehen. Ich fürchte, die Suche nach der Sternenschmiede könnte euch auf einen Pfad führen, der euch nur allzu vertraut ist. Das Schicksal der Galaxis liegt in euren Händen, Padawan. Wir beten, dass ihr der Herausforderung gewachsen seid. Möge die Macht mit euch sein. Na gut, so, wir haben einen neuen Tagebuchauftrag und wir haben das Ende der Folge erreicht. Gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge mal auf den Weg zu, ich weiß noch nicht, wo wir hingehen genau, mal schauen. Überlege ich mir gerade mal noch kurz. Auf jeden Fall war es das jetzt für diese Folge. Danke fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.